Bist du blöd? Warte, warte, warte. Oh, nein, 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 das ist gar nicht gut. Ah, oh. Konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Ja, darfst du. Ich helfe dir auch immer wieder gerne dabei. Keine Sorge. Dieser Typ ist ja so blöd wie ein Stück Honigbrot, ey. Oh, das sogar das ist schlauer. Und das soll ein guter Computer sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, der erst bringt der Gladys zum Leben. Dann nimmt er die ganze Anlage. Oh Gott, ey. Ha, du lebst! Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, mach einen. Ich mache einen Ausgang für deinen Test. Wo denn? Da, okay, da machst du Ausgang. Was ist das denn? Hey! 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 Da, bing, sehr gut. Weiter geht's. Wer war das? Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Das war wahrscheinlich eins davon. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Okay, hör auf. Da war doch noch einer, verdammt nochmal. Wir brauchen den Strahl, stimmt's? Ja, sonst fällt uns das Ding weg. Achso, dafür muss ich vielleicht auch mal da drauf drücken. Ah! Okay. Das heißt also, ich muss erst hier dran vorbei, stimmt's? Hab ich recht? Oh! Das ist auch was anderes, als ich haben wollte. Achso, der Knopf macht es dann wieder weg, oder was? Oder wie, oder wo, oder hä? Ich bin überfordert. I see, I see. Ich hatte die weiße Fläche nicht gesehen. Das dürfte der Fehler gewesen sein. Wer hätte das gedacht? Moment mal. Moment, dich nehme ich mal mit. Ich glaube nämlich, ich kann dieses weiße, dieses Gel da durch die Würste laufen lassen, wenn ich mich da richtig erinnere, oder? Müsste theoretisch funktionieren. Schauen wir uns das doch mal an. Da ist es. Jo, funktioniert. Geil. So. Hier ist soweit. Weit genug. Alles geplanscht. Okay, gut. Und jetzt könnten wir doch eigentlich schon da drüber springen, oder nicht? Ach nee, warte, nee, warte, nee, warte, oder? Wenn wir da hinspringen, da hinten kommen wir ja nicht drauf. Da ist ja auch nichts zum draufkommen, das ist ja kaputt gegangen, das Ding. Okay, da ist ja noch eine weiße Fläche. Vielleicht müssen wir da einfach mit der Wurst durch. Hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, wir brauchen die permanent, das heißt also, wir brauchen den Kollegen hier. Und dann dürfte das alles auch funktionieren, hoffe ich mal. So, das heißt, da ein Portal hin. Ja, genau. Und dann hier ein Portal hin. Und wir beten zu Gott, dass das jetzt funktioniert. Wir speichern natürlich mal schnell ab. Geronimo! Diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Ach super, wir werden also sterben. Alles Paletti. Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden.
Hat er uns gerade ernsthaft gesagt, dass er uns töten will? Hat er das ernsthaft gerade ausgesprochen, so schlau wie der ist? Wenn er das wirklich gerade ausgesprochen hat, ne? Dann sollte man sich ernsthaft Gedanken darüber machen, ob das wirklich eine gute Wahl war, den Typen zu nehmen. Denn ich glaube, dem ist nicht so. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Ja. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Hab ich schon gesagt, ja. Wow! Entschuldigung, mein Fehler! Wow! Tollpatsch! In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Sehe ich auch so. Nur noch 3 Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Kickel! 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 Au! Funktioniert. Cool. Was macht das denn eigentlich? Warte, ich muss gerade erstmal was anderes machen. Ich muss erstmal hier rüber. Und dann brauche ich die Wurst hier. Genau. Und das richtig war so. Moment mal. Wie komme ich denn bitte hier weg? Okay, hiermit kann ich schon mal hochspringen. Was bedeutet, ich kann hier die Sachen so umsetzen, okay. Hallo, blaue Soße. Schnell raus. Umkehren. So, jetzt kehre ich das um und mache das eine Portal. Welches ist das? Das blaue. Nein! Nein! Falsches Portal genommen. Ach, fuck. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's doch nicht. Alter, ich werd doch nicht mehr hier. Ach Gott. Wir haben die Lösung doch schon gefunden. Wir müssen das, die Wurst da durchlenken, dann da hinten drüber. Da hinten drüber. Muss das dann hin, da muss das dann da, das Orange hin. Damit das Ganze dann daherläuft, über die Leute da und platsch weg und so, ne? Ich hoffe, das versteht er jetzt, was ich sagen will. Hopp, hopp, hopp. Was? Ach, das muss jetzt bei den Blauen durch. Och Gott, ach nö. Und nochmal das Ganze. Ich kann es auch schon nicht mehr sehen, sorry. Ich weiß ja, was ich machen muss, aber ich bin zu blöd, das gerade umzusetzen. Es ist schon spät am Abend. Da kann ich nicht mehr klar denken. Hallo Jungs, wie geht's euch? Wie geht's? Wie steht's? Trefft mich eh nicht. So, und jetzt heißt es, warten, bis die blaue Soße da oben ist und dann das orange Portal versetzen. Flipp. Und runtergehen. Genau, jetzt muss ich es irgendwann blau wieder versetzen und die alle weggehen. Whee! Party time! Genau, das Ding hatte ich noch gar nicht gelöst hier. Ja genau, was macht das eigentlich jetzt?
Ah. Cool. Stimmt, ja, das Ding habe ich echt noch nicht gelöst gehabt. Cool. Okay, was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Moment mal, jetzt muss ich überlegen. Ich muss da drüben hin, das heißt, ich muss hier irgendwie weit springen können. Aber wie? Komme ich hier irgendwie da oben hin? Ich glaube, oder? Ja, das bringt mir ja nichts. Doch irgendwie da oben hinkommen, oder? Und das geht's doch gar nicht. Jetzt häng ich. Jetzt darf ich mal wieder rätseln hier. Jetzt ist Rätsel angesagt. Irgendwas? Ich bin gerade echt überfragt, ey. Ich habe keinen Plan, wie das weitergehen soll. Ich könnte mir höchstens denken, dass das Portal da hin muss oder so. Ich dann irgendwie da durchspringen muss, aber wie? Hier ist ja nirgendwo eine Plattform oder so. Was gibt's? Hä? Also, hä? Was wollt ihr von mir? Ich glaube nicht, dass ich runterspringe. Oh Mann, jetzt darf ich rätseln, weil ab jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ab jetzt habe ich keinen Plan mehr, wie es geht. Aha! Ja, jetzt darf ich rätseln, ja. Darf ich rätseln? Ich müsste eigentlich nur mit genügend Schwung hier rauskommen, aber wie? Wenn ich da mit genug Schwung rauskomme, dann springe ich genau hier drauf. Und kann dann da hinten drüber springen. Aber wie kriege ich hier genug Schwung hin? Wie soll ich das machen? Ehrlich, kein Plan. Bringt mir gerade auch nicht viel mehr. Obwohl, vielleicht hat. Nee, bringt mir trotzdem nicht mehr. Doch. Moment mal. Wenn ich jetzt das blaue Zeug nehme, das durch die Wurst mache, hierhin und das dann fallen lasse, dann sollte ich hier genug Speed kriegen können, dass ich hier springen kann. Das geht. Das heißt, ich muss mal wieder davor. Alter, ich glaube, das müsste die Lösung sein jetzt. Eigentlich müsste ich da jetzt auch einsehen können, was denn da los ist. Oh, das müsste doch gehen jetzt, oder nicht? Ja genau, dafür bräuchte ich erstmal das Portal da. Okay, und dann müsste ich das jetzt gleich umkehren. Genau, umkehren und dann den einen Strahl dahin setzen. Genau, umkehren. So. Und dann warte ich jetzt, bis die blaue Soße da oben ist. Und dann nehme ich das rote Portal, setze das hier hin, setze das dann auf einmal weg. Das funktioniert. Das muss funktionieren, anders geht's ja gar nicht. So. Funktioniert. Jetzt muss ich nur noch ein Stück weiter fliegen. Wie geil.
Verdammt, das muss doch gehen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht im Kopf. Da brauche ich noch ein besseres Timing. Also, das ist die einzige Möglichkeit, die ich hier drin gerade sehe. Einfach nur weiter nach links vorsetzen. Ich weiß ja nicht, ey. Hier muss noch was hin. Da muss noch was von der blauen Soße hin. Ach, ich könnte kotzen. Das Rätsel finde ich scheiße. Da muss man so viel. Da ist blöd, wenn man einen Fehler macht, dann hat man gleich so ganz viele Fehler gemacht. Muss man alles wieder von vorne machen. Moment, Leute, das geht doch nicht. Jetzt muss ich wieder umlenken. Hopp, 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 hopp. So, dann muss ich das blaue Portal gleich hier hinsetzen, damit das dann da runterkommt und ich hier noch mehr Möglichkeiten habe zu springen. Tada, das Rätsel sollte gelöst sein. Wie gesagt, sollte. Hä? Ich will da hinten hin, verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich brauche hier doch viel zu lange. Das muss doch funktionieren, verdammt, ey. Ich sehe hier keine andere Möglichkeit für, als hier den Deckensprung zu machen und dann... Ich sehe hier keine andere Möglichkeit, ganz ehrlich. Ich könnte hier auch kein Portal oder irgendwas hinsetzen. Ganz ehrlich, Leute, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie man weiterkommt. Ich wüsste auch nichts anderes mehr, wie man hier irgendwie weiterkommen könnte. Könnte. Oder vielleicht doch? Oder vielleicht doch? Falsch gesetzt. Kommt aus gleiche Prinzip heraus. Bringt also somit auch nichts. Bringt das gleiche Ergebnis. Glaubt ja nicht. Ich habe keinen Plan. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man hier weiterkommen soll. Ich glaube, da muss ich mir Online-Hilfe holen. Die Idee hiermit erschien mir jetzt gerade auch plausibel. Deswegen, das ist ja... Ah, da habe ich wieder falsch reagiert. Falsche Portale gesetzt. Falsch. Es geht nicht. Und außerdem sollte das da sein. Ich probiere das jetzt aus. Ich will das jetzt unbedingt wissen. Und ich weiß auch, dass ich hier noch nicht raus war.
Gleiches Ergebnis. Gleiches Ergebnis. Leute, ganz ehrlich, ich schaue mir jetzt ein Video im Internet an, auf YouTube, und schaue mal, wie das hier gehen soll, denn ich habe echt absolut keinen Peil mehr, wie ich das hinkriegen sollte. Echt, kein Plan. Oh, 7 Stunden, genau. 2 Stunden, 11 Minuten wieder gezockt hier, Portal aufgenommen. Dann heißt es jetzt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder hieran verzweifeln oder die Lösung wissen. Bis dann. Ja. Ciao.